Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon mit Jack und Albert. Ich habe nach dem letzten Video und vor diesem hier, das heißt also dazwischen, ein neues Level, also ein Level Up bekommen. Wir sind jetzt Level 18, mal gucken, ob es besser klappt. Wir haben, glaube ich, 3 KP bekommen plus. Warte, ist Albert auch ein Level Up? Ich gehe mal davon aus. Ja, und ich habe langsam so das Gefühl, mein Controller gibt so ziemlich den Geist auf. Habe ich eigentlich darüber geredet, wie lange ich aufnehmen will? Ich habe bestenfalls vor, es, auf jeden Fall die Hauptstory werde ich auf jeden Fall spielen, das ist keine Frage. Was ich noch machen werde, ist wahrscheinlich danach noch weiter zu spielen. Ich meine, danach hat man ja die ganzen Entwicklungen von den ganzen Pokémon, die wir haben können. Man kann mehrere Gebiete, man kriegt viel mehr Gebiete zu bieten. Gut, ist immer taktisch sinnvoller, wenn ich hinter Schick, also Albert bin, weil ich ja noch einen Rückzug habe. Oh, oh, oh. Was war das jetzt? Nein! Okay, den Part haben wir sehr gut angefangen. Furienschlag. Das war doch Furienschlag. Nein. Ah, nee, das andere, was ich gesagt habe, war Kratzfurie, also doch nicht. Das heißt, im 30 Part wird Teile folgen, wird ungefähr die Hauptstory dauern. Danach wahrscheinlich. Ich werde ungefähr 100 Videos brauchen, ne? Ja, das Spiel ist sehr lange, vor allem, weil ich jetzt nur noch 15 Minuten zum Aufnehmen habe. Heilige Mutter Maria Gottes, warum war das gerade? Okay, dich fick ich jetzt. Dich fick ich jetzt. Und wie du machst Furinch. Oh! Okay, Donner ist gegen Ipitak. Oh nein, oh nein. Hm. Ja, das, ob ein, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen von Gott ist, ich weiß nicht. Wo wir schon bei Zeichen von Gott sind. Oh, shit. Ah. Töte den doch. Meine Gott. Ich glaube, wenn man da... Ich habe jetzt heute... Nein! Okay, ich bin tot. Ich habe heute eine Serie beendet. Die hieß Making a Murderer. Die ist für einen oder anderen schon bekannt. Ist jetzt momentan diese ganzen Serienszene. Ja, es gibt ja diese ganzen Serienliebhaber. Die ist schon richtig gut bekannt. Ich habe die auch bei Kino Plus, wurde mir vorgestellt. Also habe ich zum ersten Mal gehört, den Namen. Und habe dann direkt die erste Episode geguckt. Die gab es aber leider nur auf Englisch. Und weil ich dieses, keine Ahnung, ich nenne es mal vorsichtig ausgesprochen, Hinterwälter Englisch nicht so gut verstehe. Weil das spielt in so einem Gebiet. Ich sollte vielleicht eher so die Hintergrundstory erzählen. Making Murder ist eine 10-teilige Doku-Serie von Netflix. Da haben sich eben zwei Autoren die Aufgabe gestellt, dass sie nach einem Vorfall, und zwar nämlich 2003, es fing alles 1985 an, als Stephen Avery unschuldig hinter Gitter kam, weil er angeblich eine Vergewaltigung ausgeführt haben sollte. Ja, die Polizei hat dann eben einen Fehler erlaubt und ihn dann als Verdächtigen da anzupreisen und dann auch ins Gefängnis gesteckt hat, obwohl er unschuldig war. Und das kam erst 18 Jahre später, hat sich das herausgestellt, dass es eben ein Fehler war von dem Bullen. Nein! Oh, shit. Warum? Fünfmal? Willst du mich eigentlich verscheißen? Ich will jetzt nicht die nächsten zwei Parts hier in dem Feuergipfel. Sehr geil, sehr geil. Oh. Okay. Jetzt ist es Level 18. Ah, okay. Eine neue Attacke. Was ist es? Was ist es? Biss. Okay, dafür kommt Rutenschlag mal weg. Ja, würde ich sagen. Ja, Rutenschlag. Ja, ja. Und als er nämlich dann rauskam, 18 Jahre später, war der eben in deinem Freiheit. Und schon dieses, wenn man darüber nachdenkt, wer die Serie nicht geguckt hat, sollte jetzt ausschalten, weil ich werde auf jeden Fall spoilern in dieser Folge. Kann natürlich auch einen Ton ausschalten und das Spiel verfolgen. Weiß nicht, wem das gefallen wird. Na. Und ein Jahr später nach der Freilassung, ich glaube, nee, 2 Jahre später nach der Freilassung, wurde dann eben eine Frau umgebracht. In dem Gebiet, also die Leiche, oder die Überbleibsel, denn die Leiche wurde verbrannt, wurde in dem Reservoir oder auf dem Land von den Avery, der Familie Avery gefunden. Natürlich, wer kam da als Hauptverdächtiger in Frage? Stephen Avery. Nicht die Familie, nicht der Rest. Also eigentlich nur wurde das Zeug im Augenmerk auf Stephen gesetzt. Und komischerweise auch den Neffen. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh, shit. Nein, ja, doch.
Und die ganze Sache ist so verzwickt. Ich habe die erste. Genau, das, also darüber hat sich dann diese Netflix-Reportage eben beschäftigt. Ich finde, das ist weniger eine Reportage, denn ich würde sagen, eine Doku ist einfach eine Reportage nur ohne hässlichen Reporter, würde ich sagen. Weil da wird man informiert. Die waren einfach hinter der Kamera ganz. Die haben einfach nur diesen Prozess, der über 10 Jahre ging. Ja, man hatte eben versucht, Steven Avery das unter die Schuhe zu schieben, ist meine Meinung. Heutzutage ist immer noch nicht rausgekommen, was passiert ist. Und ich denke einfach, da kann man sich viele Fragen stellen. Ja? Erstmal gab es eine Figur in dem ganzen, in der ganzen Scheißserie, der ich einfach, ich, wo ich in den Fernseher hätte reingehen können, nur wie so ein invitierter The Ring Geist, also die Samara, und hätten einfach ins Gesicht geschissen. Ja, während dem Gericht hätte ich ihn einfach so volle Kante ins Gesicht geschissen, weil ich es einfach gefeiert habe. Hätte. Ne? Aber egal. Darüber wollte ich mir leider reden. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen: Hätte er die Tat wirklich begangen? Ja, was ich bezweifle. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. So. Er ist ja schon 10 Jahre. Entschuldigung. 8 Jahre unschuldig im Knast gewesen. Und er hat, keine Ahnung, fast gar nichts von Entschädigung bekommen. Oh shit. Donnerwelle, Donnerwelle, Donnerwelle. Ja. Okay. Hätte man da nicht, würde man dann sagen können, dass diese 18 Jahre, die er dann, also wenn er die Tat begangen hätte, man den als Erlass hätte hinstellen können. Ja, dass er eben dann 18 Jahre weniger, weil er schon 18 Jahre ja unschuldig quasi, oh verdammt, nein, 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 im Knast gesessen hatte. Da stellt sich hier die Frage, ne? Komm jetzt. Mach du Aquaknau, du Bastard. Okay. Donnerwelle, bitte, bitte, Donnerwelle. Knapp. Ah, alles klar. Okay. Donnerschockwelle habe ich nicht mehr, denn Donnerschock. Okay. Und er ist tot. Das Level hat sich wohl gelohnt. Ja, über die Serie reden wir gleich noch weiter. Ark! Oh, ich bin noch nicht fertig. Ich bin lange noch nicht fertig. Oh, er will also weiter noch kämpfen. Warte, hör auf! Wir sind nicht hier, um Probleme zu verursachen. Wir sind auf der Flucht und hier gelandet. Hör zu, dieser Berg ist nicht der einzige Ort, der von der Naturkatastrophe betroffen ist. Überall gibt es Naturkatastrophen. Leider können wir dir nicht helfen, da wir momentan auf der Flucht sind. Aber wir möchten Pokémon helfen, die unter Naturkatastrophen leiden. Meint ihr das ehrlich? Ich zeige die Wahrheit, glaubt mir. Ja, die Wahrheit wird nicht immer. Nach dieser Serie hatte ich wirklich eine Zweifel an dem Rechtssystem, ja? Wenn du glaubst, ich würde dich anlügen, sieh mir in die Augen. Alles klar, die Clowns schauen sich in die Augen. Einfach dieses Bild, wie die so stehen und sich dann gegenüberstehen. Ja! Ai, ai, ai! Ai, caramba! Gut. Ich vertraue darauf, dass ihr die Wahrheit sagt. Puh, das war heftig. Ich dachte, ich würde es nicht mehr aushalten. Ihr dürft passieren. Ihr überquert den Feuerberg und ihr müsst mir etwas versprechen. Versprecht mir, dass ihr die Ursache für die Naturkatastrophen herausfindet, die unsere Welt bedrohen. Und dass ihr diesen Katastrophen Einhalt gebietet, damit sie nicht länger Zerstörung und Leid sehen. Ja, wir versprechen es. Alles klar. Sicher können wir der Sache nicht sofort auf den Grund gehen, aber. Ja! Ja? Wow, wir werden der Sache auf den Grund gehen, sofort. Wir sind Flüchtlinge und können aber daher der Sache nicht sofort auf den Grund gehen. Aber wir sind ein Retterteam. Wir werden herausfinden, was die Ursache für die Naturkatastrophen ist. Ich verspreche es. Ich nehme euch bei Wort. Ich vertraue darauf, dass ihr euer Versprechen halten werdet. Wenn ihr nicht vergisst, welchen Mut mir gegenüber gezeigt habt. Ja! Wow, gibt es noch etwas? Nein, ich wollte nur gerade losfliegen. Ja, alles klar. Oh, musste das sein. Lebt wohl, meine Mitbürger und Mitbürgerinnen. Ja. Wobei muss ich kurz das Mikro bewegen, alles klar. Puh! Oh, Junge, das war vielleicht furchterregend. Aber ich bin froh, dass Lavados uns verstanden hat, wirklich. Nun denn, lass uns den Feuerberg verlassen. Und das war's mit Gebiet Feuerberg. Jetzt kommen wir in ein sanfteres Gebiet. Kann man wohl meinen. Geuch, Geuch, so weit bin ich schon lange nicht mehr an ein Stück gegangen. Bin völlig K.O., lass uns ein wenig ausruhen. Ha,
Was für eine Wahnsinnsaussicht. Hey, Jack, sieh dir das mal an. Sieh dir das an, wie klein der Feuerberg von hier aussieht. Wir sind wirklich weit gelaufen. Hey, Jack. Erinnerst du dich, wie anstrengend es war, den Feuerberg zu bezwingen? Ich glaube nicht, dass viele Pokémon es schaffen werden, ihn zu bezwingen. Und wir haben uns wahnsinnig angestrengt, um es bis hierher zu schaffen. Weißt du, was ich glaube? Vielleicht gibt es gar keine Pokémon, die uns bisher folgen können. Ich wusste es, du würdest mir zustimmen, Jack. Ja, du hast recht, das schafft niemand. Gut, dann können wir uns ja vom Leben als Flüchtlinge verabschieden. Wir müssen nicht mehr wegrennen und verstecken. Das ist gar nicht gut, Junge. Wir haben die Hartnäckigkeit der anderen vergessen. Simsala, dein Team wird die Verfolgung niemals aufgeben. Oh, Shiki ist sad. Noch haben wir es nicht geschafft. Lass uns weitergehen. Wir sollten uns einen Ort suchen, an dem uns niemand erreichen kann. Das wird das Beste sein. Gehen wir weiter. Wie? Was ist los? Kommst du nicht, Jack? Was? Du fragst, ob ich müde bin? Wir werden verfolgt. Wir können da keine Rast einlegen. Und habe ich es dir nicht gesagt? Ich habe dir gesagt, dass ich mit dir gehe, Jack. Sieh mich nicht so an. Mir geht es wirklich gut. Lass uns gehen. Jack, ich folge dir, wo auch immer du hingehst. Das wäre lieber wahre Freundschaft. Wenn es ein Spiel gibt, mit einer Liste, mit den 10 besten Freunden, kommen die Pokémon bei Mystery Dungeon auf jeden Fall Platz 1. Und so setzt das Team von Jack die aufreibende und gefahrvolle Reise fort. Auf der Suche nach einem sicheren Versteck erreichten sie immer unwirtliche Orte und gelangten stetig weiter in den Norden. Sie überquerten Bergkette über Bergkette, durchwateten übel riechende Sümpfe, erklommen vereiste Klippen, bis das tapfere Team von Jack schließlich eine Welt aus Schnee erreichte. Eine öde, kalte Landschaft im haarischen Griff unerbittlicher Schneestürme. Nein. Und ja, es war eine kurze Folge, aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. In der nächsten Folge, wie versprochen, reden wir über Stephen Avery und die Serie Making a Murderer. Vielen Dank.